ist ein Mädchen von wunderschöner Statur. Auf ihrem Rädchen fährt sie gern in die Natur. Wenn sie mies drauf ist, geht sie in ein Gewächshaus. Man sollte es kaum glauben, doch dort ist sie auf Sex aus. Denn nimmt sie mit Schwung auf nem Gemüseplatz, verändert sich auch ihre Gemütsverfassung. Ratzfatz. Geht ihr weder um Blumenkohl noch Spargel. Auch bei Petersilie sagt sie nur Arge. Mit Kohlrabi kann man sie auch nicht locken. Sogar beim Mangold bleibt sie völlig trocken. Und wenn sie was abtönt, dann sind es Tomaten. Nein, er steht der Sinn nach etwas Langem, Grünem und Hartem. Die Prinzessin auf der Gurke, sie liebt die Fahrt ins Grüne. Und Grünes braucht sie nicht nur um sich rum. Und wenn sie dann nach Haus kommt, mit unschuldiger Miene, sagt sie: Schatz, ich hab Migräne, ich geh ins Bett, nimm's mir nicht krumm. Viele Männer tun, als sei das unappetitlich. Doch die Kenner unter ihnen finden das niedlich. Wirklich keine ist seiner Frau deshalb böse. Heimlich stehen sie ja doch auf diese Art von Gemüse. Und sollte eure Frau mal aus dem Schlafzimmer flüchten, dann ist sie wohl im Treibhaus, um neue Schößlinge zu züchten. Die Prinzessin auf der Gurke, ja, sie liebt die Fahrt ins Grüne. Nur die Harten kommen auch im Garten. Und wenn sie dann nach Haus kommt, voller Vitamine, sagt sie: Du Schatz, tut mir leid, mir ist was dazwischen geraten. Die Prinzessin auf der Gurke, ja, sie liebt die Fahrt ins Grüne. Außen hui und innen Ratatouille. Und wenn sie dann nach Haus kommt, voller Vitamine, verzichtet sie auf seinen Brother Louis.